Niños, Kinder. Ich bin heute hierher gekommen mit meinem spanischen Kollegen. Yo he venido de aquí con mi colega alemana. Um die Geschichte der Schöpfung zu präsentieren. Para presentarles la historia de la creación. Creación. Auf Spanisch Schöpfung. Sí, creación en alemán es Schöpfung. So wie kreieren, kreativ, kreieren. Vamos a presentarles una pieza de teatro. Und zwar, die Geschichte der Schöpfung der Schmetterlinge. La historia de la creación de las mariposas. Schmetterlinge. Mariposas. Schmetterlinge. Thank you.
seré yo. ¿Bist du schon lange hier, oder was? Lass dich spielen, spielen, Aranya, hab ich dich. Wieder. Um ehrlich zu sein, ich kann die Insekten nicht leiden, Insekten vor. Oh, mit uns auch nicht. No, estoy creando un nuevo insecto. Ich neue zu sehen. Echt? Oh, was scheuß dich, diese Viecher. Guck mal da! Es ist eine Pulga, también la creé yo. Ah, da gibt's noch auch so lange, ich bin die Gärme, das weiß ich nicht. Ah! Hey! ¿Cómo te llamas? Sí, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Federico. Marisol. ¿Marisol? Das ist Mari
überhaupt keine Ahnung hast. Das was kannst du dir noch nicht mal vorstellen. Ich sage nicht mal, dass ich no tenga idea. Por vete a buscar el auto, sí. Porque me estás haciendo perder el tiempo, ¿eh? Pero vete ya. Hey. Ach, keine Ahnung. Ich gehe jetzt raus. An die Sonne. In die Luft. Ah! Das war ein Sieg. Quédate tranquila, no molestes.
¿Tienes un sueño a realizar? Sí. Encontrar a mi hijo, pero la gente se burle de ti.
in der Nacht. Mariposas para... Mariposas para las praderas floreadas, Marisol. Ja, für die Blütenwiesen. Schriebige Schmetterlinge für die tropischen Blüten. Mariposas para las selvas tropicales. Für die heißen Steppen. Mariposas para los monobloques. Mariposas para las ciudades. Mariposas para los rascacielos. Für die Hochhäuser und die Städte. Für die Kinder, die Großen und die Kleinen. Para los niños. Mariposas para los grandes. Mariposas für Nicaragua. Mariposas para...